Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Duftmagier-Video, eurem Ratgeber für Düfte, Beauty, Luxus und Lifestyle-Produkte. Heute mit einem weiteren Unboxing, dieses Mal von CK1 von Calvin Klein, ein Parfüm aus dem Jahr 1994. Der Duft wurde entwickelt von den Parfümeuren Alberto Morilla, Harry Fremont und Thierry Vasset. In der Kopfnote ist CK1 blumig, frisch und würzig und wirkt mit Bergamotte, Fräsie und Kardamom sehr abgeklärt. In der Herznote wird der Duft intensiver mit grünem Tee, Rose und Veilchen. In der Basisnote gesellen sich mit Eichenmoos erdige Töne hinzu. Eichenmoos erhöht gleichzeitig die Haltbarkeit. Amber und Moschus verleihen dem Parfüm eine besondere Erhabenheit. Auch wenn CK1 in puncto Silage sicher nicht der allerstärkste Duft ist, bewahrt er bis heute seinen einzigartigen Charakter. Auch die Haltbarkeit ist zufriedenstellend, mit Sicherheit aber noch ausbaufähig. Auch wenn CK1 in Sachen Silage vielleicht nicht der allerstärkste Duft ist, bewahrt er sich bis heute seinen einzigartigen Charakter. Auch die Haltbarkeit ist zufriedenstellend, selbst wenn der Duft mit der Zeit etwas dezenter wird. CK1 ist ein äußerst sinnlicher Duft, der meiner Meinung nach vor allem zu Menschen jüngeren Alters passt und sich sehr stark für Unternehmungen in der Freizeit empfiehlt. Ein Link zu dem Eau de Toilette direkt auf Amazon.de findet ihr in der Infobox. Hat euch das Video gefallen, hinterlasst mir bitte einen Like oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Video, ciao!